Hallo bei Rides in the Storm. Nun möchte ich euch mal den SED Single Ended Discrete Filter und VCA vorstellen. Der Filter ist ein 24 dB Rotor Filter, welcher discrete aufgebaut ist. Wir haben hier noch eine Overdrive-Schaltung implementiert. Der Filter lässt sich unabhängig vom VCA nutzen, aber auch ganz einfach in Reihe schalten. Das heißt, man geht hier in den Mixer rein. Das ist ein 3-Kanal-Mixer. Wir haben hier mal zwei Filter nebeneinander eingebaut. Hier sieht man es vielleicht besser. Also, drei Kanäle lassen sich unabhängig vom Gain regeln, gehen durch den Filter. Und der Filter kann hier oben dann, hier kommt die Envelope rein. Hier ist ein Keytracking drin. Da eine lineare Modulation. Die lässt sich hier auch regeln. Und die Resonanz lässt sich auch spannungssteuern. Der VCA ist hier unten, hat auch eine CV-Steuerung und ein Audio-In. Wenn ich den benutze, dann ist er unabhängig vom Filter. Das heißt, ich habe hier einen Filter-Out und einen VCA-Out. Wenn ich den In jetzt nicht benutze, wird automatisch der Input von dem Mixer oder von dem der Ausgang vom Filter in den VCA geleitet. Was wir hier hören, ist unser Dock VCO. Der geht dann direkt hier in den Mixer rein. Das ist jetzt eine Square Wave. Die Hüllkurve ist ein QEG. Diese Quadhüllkurve, die steuert nun den VCA hier. Einmal hier. Und den Filter einmal. Dann auch gleich hier mit der Stärke einstellen. Den Cut-Off kann ich jetzt nochmal keytracken. Filter geht bis in die Selbstresonanz. Also lässt sich auch schön tonal steuern hier. Ich habe noch eine stufenlose Resonanzboost hier drin. Das heißt, ohne Boost dünnt die Resonanz ein bisschen den Bassbereich aus. Und das kann ich jetzt hier stufenlos kompensieren. Ohne. Und mit. So kann jeder seinen Wert finden, der ihm für seine Verhältnisse gut klingt. We'll be right back.
werde ich mal eine lineare Frequenzmodulation dazu machen. Das ist unser DMO. Der moduliert nun den linear in. So bekomme ich ganz schöne vocalartige Sounds hin. Jetzt nochmal den Overdrive an. Schöne Färbung mit rein. Da muss man ein bisschen feinfühlig einstellen. Je mehr ich übersteuere, desto kleiner die Güte und die Resonanz. Setting. So ist der Sound ganz klar. Mit Overdrive. Ja.
wechseln wir mal die Wellenform. Nach Ramp Wellenform. Jetzt nochmal mit Overdrive. Frequenzgang geht der Filter von ungefähr 7 Hertz bis 23.000 Hertz und bildet eigentlich alle hörbaren Frequenzen ziemlich gut ab. Ja, das war's jetzt zu unserem Filter.